Ein Papst, der niemals stirbt, der Nachlass von Johannes Paul II. Das ist der Titel des neuesten Buches von Gianfranco Swiderkowski, der während des Pontifikats des Papstes Wojtyła Chefredakteur der Zeitung des Heiligen Stuhls, L'Osservatore Romano, war. Das neue Buch wurde am Freitag, dem 23. Oktober, im Vatikanischen Verlagshaus von Rom vorgestellt. Für den Preis von 11 Euro bietet das Buch dem Leser Geschichten, die niemals zuvor über Papst Johannes Paul II. Erzählt wurden. Obwohl schon viele Bücher über Papst Wojtyła geschrieben wurden, erklärt es wieder Koski H2O News, warum Johannes Paul II. Niemals sterben wird. Diese Menschen, diese riesige Gruppe von Menschen sind diejenigen, die ihn auf eine gewisse Weise am Leben halten. Das heißt, die Menschen, die sein Grab besuchen, um ein Gespräch mit ihm zu führen, um mit ihm zu reden und ihn um etwas zu bitten. Ich denke, dass es weitaus mehr ist als nur eine Grabsteinplatte aus Marmor, die den Leichnam des Papstes bedeckt. Er ist ein Papst, der niemals sterben wird, der weiterlebt, der von den Menschen, die ihn als Referenzpunkt nehmen, am Leben gehalten wird. Er führt sie als Ratgeber zur Transzendenz. Das war seine Lehre. Und vielleicht besuchen ihn die Menschen aus diesem Grund, um ihm zu danken und ein Gespräch mit ihm zu führen.